Ja, jetzt eine kleine Nachsprechung. Wir waren bei dir in der Flexi-Akademie. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist diese Akademie? Was hat die für einen Sinn? Die Flexi-Fit-Akademie ist eine spezielle Academy, wo man eben Fitnesstrainer-Ausbildung machen kann. Also in Österreich braucht man jetzt bei den meisten Fitnessstudio und diplomierten Fitnesstrainer oder zumindest A-Lizenz, B-Lizenz. Und jetzt auf der FlexiFit Academy kann man eben Fitnesstrainer machen, die Ausbildung. Und es gibt auch andere Ausbildungen, wie zum Beispiel jetzt Entspannungstrainer oder Sportmasseur. Genau, Mentaltrainer gibt es zum Beispiel auch, Sportmentaltrainer. Ja. Geht es also ein bisschen in Yoga auch? Oder? Yoga ist jetzt zum Beispiel Entspannungstrainer, diplomierter Entspannungstrainer. Okay. Da gibt's, tut man sich mehr so mit Achtsamkeit, mit Entspannung beschäftigen. Mhm. Genau. Das heißt, man kann sich dort anmelden, man schaut auf die Webseite und sagt, ich möchte dort diese Ausbildung machen, meldet sich dann praktisch dort an. Ne? Genau, und da kann man dann eben sich für eine Ausbildung entscheiden. Ich mache, wie gesagt, jetzt aktuell eben für diplomierten Fitnesstrainer bin ich zuständig und gebe dann Kurse über Anatomie, Physiologie, über Trainingslehre, Trainingsplanung, genau, Ernährung auch. Ja. Also du hast das jetzt eh schon angesprochen, was das alles umfasst. Also das ist doch ein ziemlich ein großes Gebiet. Früher hat man gesagt, naja, was ist schon dabei, und dann hebe ich die Gewichte, zeige das zweimal vor und die können das. Aber da geht es um wesentlich mehr. Ne? Genau, genau. Also Fitnesstrainer muss heutzutage sehr viel wissen, wenn er jetzt die Ausbildung macht. Also die ganze Anatomie auf Lateinisch. Die ganzen, Anatomie, warum ist das so wichtig? Weil wenn man jetzt den Körper versteht, also wie er arbeitet, zum Beispiel wenn ich jetzt Bizeps Curls mache, welcher Muskel genau arbeitet und wo ist der Ursprung, wo ist der Ansatz von der Muskulatur, dann kann ich das viel besser dann verstehen. Also wie jetzt generell die Muskulatur funktioniert, wie Muskelaufbau zustande kommt, wie der Körper funktioniert. Heißt aber auch, wenn man Muskeltraining macht, dass du eben darauf aufpasst, dass man eben nicht Falschübungen macht. Erstens einmal, dass nichts bringen. Mhm. Oder noch viel mehr, dass man sich mitunter verletzen kann. Weil man kann sich ja, wenn man Übungen falsch macht, auch mitunter verletzen. Genau. Und deswegen ist halt immer wichtig, dass man auch die Theorie versteht. Mhm. Weil wenn man jetzt die Theorie versteht, dann versteht man auch zum Beispiel in der Praxis, warum es nicht gut ist, wenn man jetzt so mitschwingt. Mhm. Weil man dann genau weiß, okay, wenn man mehr die Gelenke belastet, nicht die Muskulatur. Genau, und deswegen ist halt wichtig, dass man auch Theorie versteht, dann eben die Praxis, dann auch weiß, wie es funktioniert. Wir haben jetzt, wie wir bei dir waren, drei Schüler, Studenten, ich sag mal Studenten, Schüler. Genau, oder Schüler. Schüler, ja. Jeder anders. Gesehen, die sehr engagiert waren und die wirklich das wirklich mit Liebe machen. Und da ist wirklich dahinter, die wollen das machen und lernen. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Ja, also Fitnesstrainer machen jetzt die meisten eben aus intrinsischer Motivation, weil sie gerne den Sport betreiben. Und dann entscheiden sie sich, okay, ich mache das so gerne, wie jetzt zum Beispiel bei mir, dass ich dann auch Personal Trainer jetzt geworden bin und dass ich das dann Leuten vermitteln will, wie gut eigentlich der Sport für einen persönlich ist. Und da kann man Leuten dann helfen und man sieht dann auch, wie sie sich körperlich verändern und auch von der Psyche. Weil Sport ist ja nicht nur jetzt das Optische, sondern man fühlt sich auch besser, selbstbewusster. Genau. Also es wirkt sich nicht nur auf den Körper aus, sondern auch auf den Geist. Ja. Das heißt, es ist aber dann auch ein bisschen eine Image-Sache, wenn man dann eben als Fitnessstudio Leute hat, die eben dementsprechende Ausbildung haben. Das ist halt fürs Image dann auch was Optimales. Ne? Weil man sagen kann, ich habe ausgebildete Kräfte und bei mir sind die jetzt Sportsuchenden oder Fitnesssuchenden gut aufgehoben und gut beraten. Genau, also es ist immer wichtig, wenn die Leute dann wissen, okay, der kennt sich da jetzt gut aus, er hat jetzt mehr Wissen wie ich, weil sonst denkt man sich auch, ja, was will er mir erzählen oder sie? Und wenn sie halt wissen, okay, der hat die Ausbildung oder sie hat die Ausbildung gemacht, dann vertraut man schon mehr, jetzt wie beim Arzt. Wenn ein Arzt zum Beispiel zu dir dann sagt, okay, das musst du nehmen, dann vertraust du ihm, weil er ja das studiert hat. Ja. Und im Fitnessstudio ist es genauso, wenn jemand dann das verkörpert auch, also wenn er sportlich aussieht, gesund und dann noch das Wissen dazu hat, dann vertraut man viel mehr der Person, wie wenn es nur halt so eine Person ist, die sagt, ja, mach mal so zwei Bizeps Curls. Mhm. Ja. Jetzt, um fit zu sein, da sind ja mehrere Punkte. Das ist, wir haben gesagt, die Ernährung, die Motivation, das Training. Ich glaube, das sind die drei Hauptpunkte. Was ist dort wichtiger oder ist das, kann man das gar nicht sagen? Also ich finde, das Wichtigste ist mal zu starten, weil die meisten haben immer das Problem zu starten.
Und wenn man jetzt mal startet und eine Routine aufbaut, dann entwickelt sich es immer mehr. Also man startet, sagen wir jetzt mit Training, dann ist die Motivation erhöht. Mhm. Dann geht man öfter ins Training, dann will man automatisch auch sich gesünder ernähren. Und dann legt man immer mehr Wert auf den Körper, man fühlt sich besser und dann irgendwann wird es Routine. Mhm. So, finde ich, hängt es dann zusammen. Ja. Okay. Gut, das heißt, wenn man Interesse hat, kann man sich an diese Akademie wenden, kann sagen, ich möchte das gerne machen, sich dort auch informieren oder auf der Webseite der Akademie informieren. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil ich würde mir zum Beispiel den Blinddarm nicht unbedingt vom Elektriker rausschneiden lassen, sondern doch lieber vom Chirurgen. Nichts gegen einen Elektriker, aber stimmt. Werden wir wahrscheinlich vom Chirurgen wahrscheinlich auch nicht mehr Elektroinstallation machen lassen. Das heißt, man soll wirklich zu den Fachleuten gehen und ich glaube, das hat schon Sinn. Ganz kurz zum Schluss jetzt noch, was würdest du jemandem, der starten will, anraten, wie soll er vorgehen? Also wenn jemand starten will, dann finde ich persönlich, wenn er jetzt Probleme hat, sich zu motivieren, dann ist es gut, dass man jetzt einen Coach nimmt und dass man auch alles von Grund auf lernt. Also weil man, wenn man sich nur Videos anschaut, dann weiß man oft nie, okay, führe ich es jetzt richtig aus. Aber wenn dann der Coach drüber schaut, dann weiß man genau, okay, der kennt sich aus. Dann kann man zu 100% sicher gehen, dass man jetzt die Übung korrekt ausführt. Bezogen auf Ernährung kann er dann auch gute Tipps geben. Und dann, finde ich, spart man sich halt die Lehrzeit, weil der Coach hat ja quasi schon, wie zum Beispiel jetzt bei mir, 12 Jahre trainiere ich schon. Dann habe ich 12 Jahre schon die Erfahrungen gesammelt, viele Fehler gemacht. Und die Fehler, die gebe ich natürlich dann nicht weiter, sondern nur das, was bei mir funktioniert. Wenn jetzt jemand dann quasi das Coaching nimmt, dann spart er sich die ganzen Fehler und kann sofort schon mit der besten Strategie dann durchstarten. Genau. Ja. Weil es mich interessiert. Also ich mache die Ausbildung jetzt privat, also habe mich selber dafür angemeldet, weil es mich interessiert und ich meine Leidenschaft im Sport habe. Ja. Hast du Bodybuilding schon vorher gemacht, oder? Bodybuilding, ich trainiere einfach seit 8 Jahren. Okay. Seit 8 Jahren trainiere ich und ja. Der Start ist immer das Schwerste. Ja. Ich kann nur eins garantieren, also das weiß ich von mir selber, wenn man mal angefangen hat und man merkt die ersten Erfolge, man fühlt sich gleich viel wohler. Also das sind oft Kleinigkeiten, wo man sagt, ich fühle mich jetzt schon ganz anders. Ja, ne? Ja. Und das ist aber erst der Beginn. Ne? Genau, es ist so ein Synergieeffekt eigentlich auch, wenn man das eins und eins ergibt, nicht zwei, sondern mehr. Und das ist genauso beim Training. Also wenn man jetzt startet, dann fühlt man sich besser und auch optisch schaut man dann besser aus mit der Zeit, aber es wirkt sich dann auch auf andere Lebensbereiche aus. Also man hat da bessere Energie, man fühlt sich besser, dann hat man auch zum Beispiel jetzt beruflich mehr Erfolg oder im sozialen Bereich. Absolut, ja. Genau, ja. Ich möchte, dass die anderen Menschen auch besser aussehen, weil jeder macht, wenn man gut aussieht und dass sie auch gesünder werden. Ich tue selber, tue das drüben. Ich mache das seit 7 Jahren, tue ich selber auch trainieren. Möchtest du das einmal beruflich machen? Ja, gerne. Ich würde gerne ein Personal Trainer sein, nach der Ausbildung. Was ist für dich bei dieser Ausbildung, was gefällt dir am besten? Hier, dass jeder so freundlich ist. Allgemein in der Fitnessbranche, jeder ist sehr, sehr freundlich. Das mag ich sehr. Das lebensbejahend. Genau. Gut, jetzt haben wir einiges besprochen. Jetzt, wenn man diesen Job machen will, irgendwann machen will, die Ausbildung machen will, es gibt aber auch Förderungen. Das heißt, wenn man sagt, naja gut, ich weiß nicht, ob dieser neue Berufseinstieg, kann ich mir den finanzieren und so weiter. Also man sollte sich auf jeden Fall schlau machen, es gibt die diversen Förderungen, weil es ja eine berufliche Veränderung ist. Und ich glaube, das sollte man auch ins Auge fassen. Genau, es gibt jetzt Förderungen, zum Beispiel auch vom AMS oder von anderen Einrichtungen. Und es wird immer wichtiger jetzt die Gesundheit und das erkennt auch mittlerweile der Staat in Österreich. Und deswegen werden dann auch junge Leute jetzt gefördert, solche Ausbildungen zu machen, Fitnesstrainer oder andere Gesundheitsberufe, weil es sehr wichtig ist für die Gesundheit und da sparen sich zum Beispiel der Staat dann auch, spart sich dann auch viel Geld, wenn die Leute gesund und fit sind. Genau. Also ich bin selber Profisportler. Was machst du? Also ich habe schon in jeder Kategorie schon aufgetreten, IFBB, NPC, WBBPF. Und das würde ich halt gerne als Beruf also weitermachen. Das heißt, was gefällt dir da am besten? Teamwork und ja,
so wie die alle gesagt haben, einfach freundliche Team zu haben und zusammen trainieren. Ja. Die Internetadresse, vielleicht sagen wir die noch einmal, wo man sich bei der Akademie informieren kann. Genau, also die Akademie heißt FlexiFit Academy und auf der Webpage www.sportausbildungen.com gibt es eben die ganzen Aufbildungen aufgelistet und man kann sich dann informieren. Wunderbar. Genau. Ja, und ich habe noch was für euch beide, ein Geschenk von mir. Das ist eben mein neues Buch, Superhuman Body, habe ich eh schon jetzt vorgestellt. Genau, und in dem Buch geht es eben darum, wie man das Beste aus dem Körper rausholen kann. Es hat 88 Seiten und ist jetzt nicht so ein dickes Buch, also kann jeder lesen. Und vielen Dank für die Sendung und das ist mein persönliches Geschenk. Ich sage danke und wir freuen uns schon auf unsere nächste Sendung. Bis bald bei Fit mit Andreas. Freue mich genauso. Bis bald. Ciao. Ciao. Die Ernährung ist meiner Meinung nach, oder wissenschaftlich bewiesen, 70% davon. Und dass man sich auskennt, weil sehr viele Sportler verletzen sich, weil sie sich eben nicht auskennen, oder Anfänger besser gesagt. Und dass man die Übungen richtig macht und weiß, was der Körper braucht. Damit man mehr auch hebt, wenn man was Gesundes macht, wenn man trainiert, man tut auch sein Reben verringern eigentlich mit dem Training. Das ist auch bewiesen. Jetzt, was ich so verstanden habe, du machst schon sehr viel Sport. Was gibt dir der Sport? Wenn man trainiert, man kriegt auch Dopamin. Also man kriegt Dopamin auch und das ist Glückshormon. Also man wird eigentlich automatisch glücklicher mit Training. Also bei manchen Übungen bin ich sehr glücklich, wenn sie vorbei sind. Das stimmt, ja. Aber dann wollen wir euch nicht aufhalten, jetzt wollt ihr noch was lernen. Das war spannend und es taugt mir, wenn man so tolle Leute hat, die dann anderen wieder motivieren können, Sport zu machen und gesund zu leben. Genau. TV21, wo News, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen.